Dad spielt dasselbe Deck, oder? Es kann auch X. Nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, er spielt die Rabauken. Wir sehen die Rabauken von Dad. Hey Leute, das Team startet gleich. Finale der Modern League. 200 Euro Preisgeld gegen den besten Clan der Welt. Wir spielen gegen Sandstorm. Ich fand, es war nicht gut gespielt von Ivan, muss ich ganz ehrlich sagen. Erster Set 1 zu 6, bittere Sache. 2 zu 6, bittere Sache. Ja, schade. Okay, was ist jetzt für ein Matchup? Eisgolem. Das sieht wieder. Das sieht jetzt, das könnte dasselbe Matchup sein. Nee, okay. Also ich würde sagen, Dad spielt dasselbe Deck, oder? Es kann auch X. Nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, er spielt die Rabauken. Wir sehen die Rabauken von Dad. Wie geil ist das denn bitte? Wie geil. Oh mein Gott, ich habe gerade richtig Bock auf dieses Match. Holz predict ins Nichts ist gut. Wir sehen eiskalt Rabauken. Sind die gut in dem Matchup? Ich glaube, die sind nice, oder? Die sind gut in dem Matchup. Das ist eigentlich auch eine gute Idee, die zu spielen. Oh mein Gott, ich feiere die Rabauken so übel. Ich finde die auch irgendwie ziemlich stark. Ich glaube, die sind relativ gut in dem Matchup, auf jeden Fall. Da kann man eben auch noch. Der Poison kann halt Value bringen. Problem ist eben, dass der eine große, dieser Rabauken-Junge kann eben sehr viel auftanken. Megaminion finde ich ein bisschen zu aggressiv. Ja, ich meine es genau. Fand ich ein bisschen zu aggressiv, leider. Allerdings auch der Eiskolem war auch nicht perfekt. Ah, der Hunter steht weg, leider. Oh mein Gott, wenn das Megaminion gestorben wäre. Überlegt euch, wenn das Megaminion weggestorben wäre. Ich kann euch nicht sagen, was er spielt. Für wen bist du? Natürlich für Anka trotzdem. Ich bin natürlich trotzdem für mein Team. Ich bin ja nicht blöde. Obwohl ich auf jeden Fall das Deck von Dad feiere, dass er wirklich hier die Rabauken spielt. Aber ich glaube, es ist auch das Matchup für ihn. Weil er hat, ich denke, er spielt ein Graveyard. Dann ist der Poison Bait echt mies. Ich glaube, der Poison Bait wird ihn richtig zerstören. Der Dark Prince bringt ja auf jeden Fall Value. Schöner Dark Prince. Schild ist aber trotzdem weg. Er nutzt den Dark Prince aber nicht offensiv. Ja, seht euch an, wie tanky der auch ist. Der tankt hier alles auf einfach. Für 5 Elixier, ich find es echt defensiv so stark einfach. Ja, genau, muss auf irgendwas spielen. Genau, ja, genau, sehr stark. Die leben trotzdem. Interessanter Hunter. Guards kommen. Poison drauf, stark, genau, Poison drauf. Wie gesagt, ich befürchte nur leider, dass die letzte Karte von Uncut leider eben. Ja, Friedhof. Ja, genau. Das meinte ich eben. Und das ist halt mies. Poison Bait ist brutal. Poison Bait ist brutal. Alter, er spielt einfach eiskalt die Dings, die US. Aber er hat natürlich auch Guards drin. Stimmt, die sind auch jetzt geil gewesen. Die haben jetzt auch ordentlich Value rausgeholt. Krass. Jetzt kommt der nächste Push. Er muss halt eigentlich den Poison offensiv spielen. Vor allem eben auf die Rascals. Also auf die Rabauken. Rascals, sage ich hier. Poison drauf. Poison kommt. Schöner Poison. Charge auch dran. Ja, genau. Defensiver Eiskolem. Das war stark. Das war gut für ihn. Defensiver Hunter. Der Hunter wird überleben und Value aus dem Counterpush rausholen können unter Umständen. Nächster Push kommt. Jetzt wird's aggressiv. Nächster Miner muss. Oh, bitteres Tank. Es hätte ein Poison direkt gebraucht, glaube ich. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Sogar nochmal gesappt an seiner Stelle. Es gibt trotzdem Damage. Das war eine gute Idee. Sehr stark. Hunter? Ah, nee. Schade. Nächster Hunter vom Gegner. Von Uncut. Ich bin kein Friedhof, stark. Guards Predict hat er gut gemacht, aber es geht klar. Megamini kriegt noch einen Hit raus. Jetzt ein ganz offensives Megamini von ihm. Ja, da kommen natürlich jetzt die Rascals wieder. Ich sag immer Rascals, sorry dafür. Alter. Sepp kommt. Und die beiden sind tot. Das ist halt das Geile. Die beiden sind jetzt tot. Und Megamini überlebt. Das war stark. Aber der Dings überlebt, der Fette. Der Junge. Der Fette. Aber jetzt ist der Elixiervorsprung da. Jetzt hat Uncut immer wieder aggressiv gepusht und jetzt ist der Elixiervorsprung da. Jetzt kann er gleich den nächsten aggressiven Schein spielen. Den wird er auch machen wahrscheinlich. Scheint, nächster aggressiver. Jetzt kann er reingehen. Jetzt hat er den Elixiervorsprung. Nächster Miner wieder an die Rascals dran, bitte. Ah, was. Nee, diesmal nicht, oder? Ich will selbst mir schon. Ups, oh nee, das war nicht gut. Das war gar nicht gut dieses Mal leider. Und jetzt ist auch der Elixiervorsprung weg. Und die Guards überleben. Es war doch schon vor ein Tor. Jetzt zählt mehr Damage. Ich hab total vergessen. Es zählt jetzt mehr Damage, Leute. Total vergessen. Also, wir müssen jetzt extrem drauf achten. Es wird auf ein Tor rausgehen, aber es zählt mehr Damage. Und zwar in beiden Türmen und da führt momentan auf jeden Fall Anka. Das ist gut. Aber ein Friedhof-Push kann alles zerstören. Was macht er da? Poison. Defensiver Poison kommt. Megaminion kommt direkt drauf, stark.
Vielleicht direkt ein Miner drauf, ich weiß es nicht. Hunter erstmal, okay. Oh mein Gott, der Hunter splasht auch auf die Rascals. Die sind jetzt down. Er muss aber noch Damage machen. Jetzt macht der Gegner immer wieder Damage. Mach stark, der ist am Turm, der ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig jetzt. Dark Prince. Oh mein Gott, das war so wichtig gerade. Jetzt muss er nochmal, es wird so knapp werden. Er hat einen Damage-Vorsprung. Ihr müsst auf den rechten Turm sehen. Er hat auf dem rechten hat er auch schon Schaden gemacht. Es zählt der gesamte Damage an beiden Türmen. Und jetzt macht er nochmal Druck. Oh, Aufdruck. Ich habe gerade WLAN-Probleme leider. Oh, bitte keine WLAN-Probleme jetzt. Oh, fuck. Nee, ist wieder weg. Gut. Ich dachte gerade, wäre jetzt richtig bitter gewesen. Sepp vielleicht nochmal drauf. Sepp kommt. Oh, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das fand ich jetzt ein bisschen arg aggressiv nochmal. Der Damage-Vorsprung ist minimal. Oh mein Gott, ach Gott. Die Guards sind weg, die Guards sind weg. Er hat keine Guards mehr. Er hat keine Guards mehr. Okay, jetzt nicht rein struggeln, bitte. Jetzt tankt natürlich hier der fette Typ. Oh, das ist aber ein ordentlicher Push. Blocken, 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 blocken. Es zählt der gesamte Damage. Es zählt der gesamte Damage. Oh mein Gott, das ist so knapp. Das ist so knapp. Man meint, da hat man Sepp drauf, genau. Ich kann nicht sagen, wer gewonnen hat. Ich muss rechnen. Hat irgendjemand mitgerechnet? Ich kann das jetzt nicht ausrechnen. Wir hätten jetzt gewonnen. Wir liegen 1 zu 2 auch im zweiten Satz jetzt hinten. Das wäre wichtig für uns gewesen gerade. Ja, genau. Eliminated. Gummibär ist als nächster dran. Bitte. Oh Mann, ich krieg einen ganz rauen Hals. Mann. Ich muss mal ein bisschen weniger sprechen, weil mein Hals gerade am Arsch. So, jetzt wird ja ein bisschen besser gerade, einen Moment. Oh, mein Hals, ey. Ich trinke auch nochmal was. So, also, wir sehen, Gummibär spielt Hawk wieder. Während Dad hier... Fridge Spam mit Bait scheinbar spielt. Holz kommt schon mal, okay, das ist nice. Frage ist, ob er ein Packer spielt. Okay, oh, das war mieses Timing. Hat er es noch was zum Blocken? Das sieht aber gut aus. Von wegen mieses Timing. Der charge, oh, der charge doch, er charge doch. Oh, bitter. Bitter, er charge doch. Aber, oh mein Gott, es geht trotzdem klar. Die Seppis sind so krank wieder. Dark Prince kriegt trotzdem noch einen Hit raus. Oh, dieser eine Dark Prince Hit. Hat wieder ein bisschen Damage rausgeholt. Trotzdem, es ist mehr Schaden für Gummibär. Und er kann das wirklich spielen. Er ist richtig krank mit dem Deck. So, ich hab gerade wieder was getrunken, auf jeden Fall. So. Lol. Ich hab's gerade gar nicht gecheckt. Disconnect. Wir haben Disconnect. Lol. Wir haben Disconnect, Leute. Okay, Disconnect bei Dad. Scheinbar, ja. Dad hat eiskalten Disconnect. Krank. Ja, ich kann es gerade nicht genau sagen. Was will ich jetzt dazu sagen? Ist halt ein Disconnect, ist halt bitter. Ich kann alles spielen. Was spielt er? Rune Cycle. Und ist ein Hunter nice. Hunter OP. Und. Oh nein! Der kam so überraschend, der Sepp. Der kam so überraschend. Aber er hat kein Elixier mehr, sehe ich gerade. Das war sau teuer für ihn. Oh mein Gott. Trainer gerade hat overextended. Trainer gerade hat overextended. Das gibt's nicht. Die Turm ist down. Und das wäre der entscheidende Punkt für uns. Oh mein Gott. Es war ein Overextend. Es war Eisgolem, Loon, Feuerball Sepp, macht 13 Elixier. Während Schwarzen nur 4 Elixier ausgegeben hat. Es war 9 Elixier plus, habe ich gar nicht gemerkt. 9 Elixier plus gerade. Wer ist eigentlich bei euch Team-Captain? Weiß ich gar nicht. Also ich nicht. Habe ich gar nicht hingeschaut. Geht aber klar. Denke ich. Oh. Schade. Okay.
habe was wegstellen müssen. Hat sich irgendwas geändert? Ah, kannst du nicht predikten. Kannst du auch predikten. Alter, nochmal rechtzeitig rein. Gut gemacht von ihm. Schön Inferno-Tracken, sehr stark. Holt übel Value jetzt raus. Ja, der holt übel Value raus. Ganz stark Inferno-Tracken. Er bringt nochmal einen Push rein. Wahrscheinlich um den Push von Trainer gerade zu verhindern. Aber es wird noch einen Counter-Push geben. Inferno-Tracken stirbt. Oh mein Gott, und dadurch überlebt es. Hunter-Predict, nochmal ein Hunter-Predict. Ja, das ist es. Das ist es. Obwohl er den Hunter jetzt, obwohl er das Mega-Mini nicht trifft, ist völlig egal. Durch. Ganz stark gespielt. Schwarzen. Den viele kritisiert haben, dass er nicht so gut wäre. Sehen wir es nochmal. Besiegt den stärksten Spieler von Sandstorm zweimal in Folge. Und holt den Satz für uns. Es ist unentschieden. Anker spielt dasselbe Deck. Anker spielt dasselbe Deck. Ja, und One Hive Hunter könnte rein theoretisch auch das gleiche Deck spielen. Nein. Wir machen, er spielt Packer. Packer. Schöner Hunter. Poison. Schöner Poison. So. Starker Poison, ja. Der von One Hive Hunter sieht. Das Matchup sieht gut Packer aus, oder? Ich weiß es gar nicht. Es ist Packer. Ein ganz normales Packer Poison, glaube ich. Gegen Hawk 3M? Ja, gegen Hawk 3 Muskis. Ja. Welches Matchup? Ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht sagen. Ich kann es nicht aus. Schwer zu sagen. Ist echt schwer zu sagen. Ich würde sogar sagen, Uncut hat das Matchup. Ja? Also, er kann schnell cyclen. Er kann schnell cyclen. Problem ist eben, dass er keinen Damage gegen Packer drin hat. Weißt du, was ich meine? Das kann schwer sein. Ja, und er hat keine Pumpe im Deck. Es ist schwer zu sagen. Vielleicht 50-50. Okay, schön. Oh nein, er hat gecharged. Lächerlich. Das hat richtig wehgetan, der Charge gerade. Aber sehr stark ist noch gedefft. Alter, als ob es 5-5 steht. Es steht 5-5, doch, klar. Ja, ich weiß, aber als ob. Oh, jetzt kann es eklig werden. Im Finale Set. Oh, stark, 1-1. Stark. Richtig starker Roll Ghost. Übel gut. Alter, es wird so spannend werden. Das Ding ist halt, One Hive Hunter kann eigentlich keinen meiner Roll Ghost durch. Roll Ghost durch. Spielen, weil sonst kann Uncut rein, muss Kiere setzen. Ja. Ich glaube, Uncut hat das Matchup in. Sicher? Es wird mit Double Elixir Time besser werden, mit den Tramuskis auf jeden Fall, oder? Ja, aber es wird auch für One Hive Hunter rein theoretisch besser werden, man kann immer einen Packer-Counter-Push aufbauen. Okay, na, kann man wieder so sehen, das stimmt. Tramuskis können auf jeden Fall viel Damage rausholen. Ja, das Tramuskis, oder? Tramuskis. Er muss sie halt so spielen. Ich ist Tramuskis gespielt, glaube ich. Er muss sie halt so spielen, die Tramusketieren, dass sie keinen Poison mehr geben. Ja, genau. Das ist wichtig. Ich würde sagen an Bridge, oder? Okay, yes. Der Gegner spielt jetzt einen Poison. Das bitte, das war ein ärgerliches Timing gerade. Okay. Ja, eigentlich ein ärgerliches Timing, weil er kann auch noch danach drei Musketiere spielen. Eigentlich jetzt auch noch, genau. Jetzt müssen drei Musketiere kommen. Zwar jetzt? Ich würde sogar jetzt drei Musketiere. Auf jeden Fall. Drei Musketiere müssen kommen. Oh, voll! Und jetzt ein Ice-Golem. Ja, okay, er hat keinen Ice-Golem. Ist es gut gewesen, alle auf einen Level? Oh, starkes Skelett. Gut, aber der Roll Ghost, nein. Doch, krank! Oh mein Gott, war das gut. Und jetzt spielt der Gegner einen Poison. Das geht klar. Das geht in Ordnung, ja. Und dann spielt Packer kommt, Packer kommt. Geht auch klar. Na, jetzt können ja schon die nächsten drei Musketiere setzen. Nein, kein Hit. Ist sehr, sehr stark gespielt. Okay, wieder drei Musketiere. Nächste drei Musketiere. Ich würde sie jetzt splitten. Wieder auf eine Lane, oder? Er lässt Elixier vorlaufen, irgendwie so ein bisschen. Drei Musketiere. Warum spielt jetzt keine drei Musketiere? Ich weiß auch nicht. Ich verstehe es gerade nicht. Was sollte das? Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber Hunter geht auch nicht raus, ist wichtig. Packer oder bei Leak vielleicht angecharged werden. Und nice, und Roy Ghost von ihm. Aber den Hawk. Doch, ist gut. Oh nein, nice. Ist gut. Nice. Poison. Stark. Aber guter Poison. Ja. Das war richtig gut von ihm gerade. Das war richtig stark. Push. Oh mein Gott, das ist richtig gut jetzt. Badini muss sterben. Ja, perfekt. Kann es ignorieren. Roy Ghost bekommt eine. Und Roy Ghost hätte ich sogar durchgelassen. Hätte ich jetzt auch rein, genau. Hätte auch gesagt. Rein. Perfekt. Perfekt. Log Predict. Worauf Log Predict? Ja, auf Egos und auf Packer. Also ja, nicht so viel gebracht. Hätte ich jetzt nicht gemacht. Tramuskis, komm. Das ist ein Game, das wäre der Sieg für uns. Mein Gott. Poison, oh mein Gott, ja, ich hab's jetzt erst gesehen. Oh mein Gott, und wie bitter. Trotzdem, nochmal Definitiv. Nicht so gut. Ich hätte die Higher gespielt. Aber ich finde auch, der Gegner geht über die andere Lane ran, die eigentlich weniger Damage hat. Und das ist eigentlich gut für ihn. Der Hunter nochmal? Ja, schon. Deffen. Nein, der Packer geht nochmal raus. Perfekt. Ich glaube, er gewinnt. Ich glaube auch, dass er gewinnt. Komm. Oh, offensiver Packer. Oh, schlechte Packer, perfekt. Wollte er irgendwas predikten? Die von. Aber wieder! Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. So, One Hive. Das macht so wenig Sinn. Aus Sandstorm, die wollen irgendwie. Die ganze Zeit irgendwelche. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, ja. Wieder vor, wie hieß der nochmal? Aber die zwei Musketiere auf der anderen Seite haben den Schaden. Ja, aber. Das muss er eigentlich schaffen. Das ist gut. Das würde jetzt relativ defensiv spielen. Ja, das ist richtig. Das ist gut, ja. So. Jetzt mal schauen, was der Gegner macht. Der Headhunter?
Oder Ice Golem. Stark. Ja, genau. Hawk jetzt in die Lane, das ist auch gut. Ich habe gar nicht gesehen, dass er auf 1-1 ist. Das ist so ein guter Push gerade. Aber Zap wird kommen, Zap wird kommen. Ja, aber Zap wird einfach. Nein, Zap nicht. Oh, LOL, ist durch. Good game. GG. Das Ding ist mit dem Royal Ghost. Geil. Er braucht ungefähr 2 Sekunden, um sichtbar zu werden. Alter. Er braucht eine kurze Zeit, um sichtbar zu werden. Deswegen hat er nicht die 2 Musketiere getankt. Er hätte einfach die Musketiere zappen sollen und dann irgendwas spielen. One Half Hand hat er echt ein paar Missplays rausgehauen. Ja. So, an der Stelle, fürs Video natürlich jetzt, dass ich hoffentlich auch noch ich hoffe, ich werde es noch schneiden, wird jetzt auch viel Aufwand werden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und so viel zum heutigen Video und ich bin damit raus, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.